Fliegender Yogi. Der Ausdruck fliegender Yogi wird in verschiedenen Kontexten gebraucht. Fliegender Yogi als Yogi, der levitiert. Es gibt immer wieder Geschichten von Menschen, die gesehen haben, wie ihr Yogameister geschwebt ist. Dass der Yogameister sich von seinem Sitz erhoben hat und durch die Luft geflogen ist. Inwieweit die Geschichten der Wahrheit entsprechen oder nur Einbildung sind oder ob jemand vielleicht in einem geänderten Bewusstseinszustand den Astralkörper fliegen hat sehen, mag dahingestellt sein. Jedenfalls wird in dem Yoga Sutra auch von der Fähigkeit des Yogis gesprochen, zu fliegen. Fliegender Yogi kann eben auch sich beziehen auf den Astralkörper. Der Astralkörper kann den physischen Körper verlassen und durch die Luft fliegen. Fliegender Yogi, auf Englisch Flying Yogi, ist auch der Spitzname von manchen Yogameistern. Zum Beispiel Swami Vishnu wurde als Flying Yogi bezeichnet. Er hatte selbst gelernt, ein Flugzeug zu fliegen. Er ist auch für Friedensmissionen mit seinem Flugzeug von Israel nach Ägypten geflogen, nach dem Sechstagekrieg, um für den Frieden zu demonstrieren. Als fliegender Yogi hat er Friedensmissionen geflogen, auch von West-Berlin nach Ost-Berlin und auch in andere Brennpunkte, wo Krieg herrschte oder Krieg geherrscht hatte. So wurde Swami Vishnu als Flying Yogi, als fliegender Yogi bezeichnet, der für den Frieden fliegt. Auch Swami Chidananda wird gerne als Flying Yogi bezeichnet, fliegender Yogi. Swami Chidananda, ein Schüler von Swami Shivananda, lebte von 1916 bis 2008. Swami Chidananda war einer, der sehr viel geflogen ist. Manche haben so gesagt, in welcher Ebene lebt er? Er lebt in der Ebene des Flugzeugs. Also, Swami Chidananda reiste durch die Welt, war vermutlich jedes Jahr 10 Monate im Jahr unterwegs, verbrachte mehr Zeit im Flugzeug als an irgendeinem konkreten Ort. Daher auch Flying Yogi, fliegender Yogi. Man kann noch etwas bezeichnen als fliegender Yogi. Ein Yogi verlässt mit seinen Gedanken die physische Ebene. Er verlässt sogar mit seinem Bewusstsein die Ebene Gedanken. Und er fliegt letztlich in der tiefen Meditation heraus aus der Erdebene hoch zum höchsten Bewusstsein. Das ist eine Ebene des fliegenden Yogis, die auch du erlangen kannst.